Der Elektroflitzer Hyundai IONIQ 5N. Ist ein 100% E-Fahrzeug, tut aber so, als wäre ein Verbrenner. Dann wollen wir mal schauen, wie sich das Gestühl fährt, Niki. Also Niki Kötschen eher zur Fraktion schwer zu überzeugen von Elektroautos. Deshalb leisten Alex und der Hyundai auch schwere Überzeugungsarbeit. Oh, what? Wird es reichen, um Niki zu überzeugen? Niki, ich habe uns heute ein ganz besonderes Elektroauto mitgebracht, was vielleicht sogar dir gefallen könnte. Ja? Okay, bin gespannt. Mhm. Bevor es losgeht, ein kleines Rätsel. Was haben der Hyundai IONIQ 5N und diese Schnitzel gemeinsam? Wir gehen mit dem Hyundai auf Schnitzeljagd? Oder? Okay. Oh ja. Keine Ahnung. Was nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Der Schnitzel ist vegan. Der Schnitzel ist vegan? Ja, freilich. Vegane Schnitzel und ein sportlicher Hyundai, ein Stromer, ne, beide geben irgendwie was vor, was sie nicht so sind. Kann das sein, oder? Absolut, absolut. Ja. Also. Der Schnitzel ist aus Pflanzen, tut so, als wäre es aus Fleisch. Und der hier ist ein 100% E-Fahrzeug, tut aber so, als wäre ein Verbrenner. Also der IONIQ 5N hat eine Vielzahl an Features, die ihn wie ein Verbrenner fahren lassen. Ja, okay. Das absolute Highlight wäre ein simuliertes 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Also man kann da richtig schalten. Eigentlich benötigen Elektroautos kein Getriebe. Hyundai simuliert beim IONIQ 5N allerdings als erster Hersteller ein virtuelles 8-Gang-Getriebe für maximalen Fahrspaß. Okay. Okay, naja, wissen wir nicht so ganz. Okay. Also, wir wollen rausfinden, was hat der, was sonst keiner hat, und überzeugte eben Elektrofüchse wie mich und Petrolheads wie dich. Oh, kritischer Blick. Ich bin auch so gespannt. Ich bin noch nie gefahren. Ich würde sagen, bevor es ins Steuer geht, einmal das Design und die Leistungsdaten abklopfen. Alles klar. Also der Niki gehört schon eher zu Fraktionen schwer zu überzeugen von Elektroautos. So, jetzt haben wir hier so einen, der Verbrenner-like Features hat. Wird es reichen, um Niki zu überzeugen? Hoffnung sagt ja, mein Realismus sagt nein. Der Hyundai IONIQ 5N hat 650 PS. Die Batterie ist 84 Kilowattstunden groß. Nach WLTP kommt er 448 Kilometer weit. Unser Testwagen kostet gerundet 77.000 Euro. Also die Front finde ich jetzt ehrlich gesagt schon mal okay. Die Farbe dazu, dieses Blau, was ja Hyundai mit ihren sportlichen Autos und der N-Line ja mit verbindet. Also gefällt dir auch, oder? Also ich finde dieses matte Babyblau richtig geil. Diese Schlitze hier, diese Pixeloptik in den Leuchten. Also ich finde den richtig frisch, der steht gut da, selbstbewusst. Die Farben top, schön sommerlich, gute Laune, sportliche Akzente. Und das Heck, finde ich, passt auch einfach gut zur Front. Ähnliche Dynamik, da ist so ein Verbindungselement, auch hier diese Pixeloptik. Hier oben, schau mal, sogar geht richtig Luft runter. Genau. Ich muss sagen, der wirkt echt sportlich, ab in den Innenraum. Genau. Jetzt muss er uns überzeugen am Steuer. So, dann gehen wir mal Gas. Gehen wir immer noch Strom, Niki. Und erst müssen wir mal kurz den Innenraum betrachten. Ja. Was sagst du, wie findest du den? Ich finde, als alles, dieses Lenkrad. Ist schon ein bisschen überladen. Guck mal, das so viele Knöpfe, Schalter, Wippen. Also okay. Das sieht echt wild aus. Und Stitching. Stitching, Hami, schau mal hier. Innenraumanmutung, durchaus angenehm. Hier, so Schalensitze, sportlich, trotzdem. Relativ komfortabel auf dem ersten Hinsitzer. Was sagst du? Auf dem ersten Hinsitzer muss jetzt ich sagen, so ein bisschen mehr Gestühl. Ja, also man sitzt doch ein bisschen höher. Findest du nicht? Also die Füße ist doch da hier. Ist eher so wie ein Stuhl als wie ein Sitz. Ja, gut, dann wollen wir mal schauen, wie sich das Gestühl fährt, Niki. Bevor Niki und Alex das weltweit erste simulierte 8-Gang-Getriebe ausprobieren, checken die beiden, ob der Stromer auch im normalen Elektromodus begeistern kann. Wenn du auf den linken N-Knopf drückst, okay. So. Jetzt sollte mal ein bisschen schärfer sein. Siehst du das Display? Man sieht schon mal, das Display macht Attacke. Der N-Modus steht bei Hyundai für den sportlichsten Modus, bei dem Motor, Lenkung und Fahrwerk auf maximales Ansprechverhalten abgestimmt werden. Man merkt auch gleich, Lenkung ist anders da und es fühlt sich wirklich sportlich an. Und jetzt schauen wir mal, was da so geht. Und 3, 2, 1. Jetzt hat aber. Und es geht sogar noch mehr. Wenn du jetzt den orangen Boost-Knopf drückst, dann gönnt er dir 10 Sekunden die maximale Leistungsentfaltung, dann springen wir von 609 PS auf 650. Diese Boost-Knöpfe, also irgendwie denke ich mir, gib mir doch einfach immer die volle Leistungsentfaltung, die du hast. Gleichzeitig irgendwie schon ein bisschen spielerisch. Hast du noch mal einen extra Knopf, dann drückst du drauf und dann geht er noch mal ein bisschen mehr. Also schauen wir mal, was jetzt geht.
Ich drück drauf und Feuer. Wow, what? Das merkt man ja richtig noch mal im Boost, oder? Man merkt es wirklich. Eieiei. Ja, über 40 PS. Aber man spürt's, gell? Also bisher war das eine sehr geile Elektroauto-Experience, genauso wie ich es mag. Schöner Elektro-Punch, geht richtig gut nach vorne. Mhm. Und jetzt kommt das Besondere. Was hat der, was die anderen nicht haben? Mhm. Ja, diese ganzen Verbrenner-like Features. So das Schalten, das Motorgeräusch. Lass uns das einfach probieren. Motorgeräusch. Motorgeräusch. Drück mal auf den rechten N-Knopf. Runterschalten. Er hat runtergeschaltet. Es ist schon ziemlich präsent hier, ne? Ja. Es ist so, wie es sein soll. Es passt dazu, wenn ich draufgehe. Und er schaltet wieder runter. Laut. Das ist ja Wahnsinn. Die simulierte Gangschaltung ist aber nicht nur Akustiktuning, sondern hat auch direkten Einfluss auf das Fahrverhalten. Weltweit einmalig in einem Elektroauto. Das ist doch schon mal was wert. Man muss es leider zugeben. Wahnsinn, es war das Schalten. Du merkst diese Schalten auch. Das ist doch... Also ich muss es zugeben, es wirkt einfach noch mal krasser auf mit der Geräuschkulisse. Du kannst dich jetzt auf Elektro gar nicht konzentrieren. Und das Schalten. Du fühlst die Beschleunigung ganz anders. Und dann wieder und runterschalten. Jetzt bist du einfach voll im Modus drin. Niki Schelle, maximal emotionalisiert im Elektroauto. Wer hätte das gedacht? Also, ich habe mich ja immer so ein bisschen gegen diese Soundgeneratoren gewehrt in Elektroautos. Aber so geil. Uns runterpropfeln. Aber so geil wie hier hat sich das noch nie angehört. Nach den ersten Metern sind Elektrofan Alex und Petrolhead Niki begeistert vom virtuellen Getriebe. Aber wie detailgetreu wird das Schalten simuliert? Wir sind ja im Automatik eigentlich gefahren. Jetzt schalte ich manuell in den ersten runter, dann übernimmt er meine Schaltbefehle selber. Wenn er jetzt im Gang bleibt, im ersten, dann flippe ich aus. Das hat viel Geiles. Es ist sowas von super gemacht. Also das ist wirklich saustark. Das ist alles künstlich. Das ist ein Elektromotor. Dem ist der Scheiß egal, ob du schaltest oder nicht. Ne? Der muss nicht schalten. Aber er simuliert das. Und auch hier mit der Anzeige, dann blinkt das rot. Du bekommst überall Feedback auf die Ohren, auf die Augen. Und du spürst ja auch, der geht nicht mehr weiter. Wenn du schaltest, dann passiert da nichts mehr. Ey Leute, ich muss es zugeben, ich bin ja wirklich Elektroautofahrer durch und durch. Aber dieser Motorsound, das gibt einem wirklich was. Das pusht einen, das gibt noch so ein bisschen extra Adrenalin, extra Feedback vom Auto. Hat schon Bock gemacht und jetzt machen wir es so, ich warte hier und ich will hören, wie sich der IONIQ 5N von außen anhört. Auf geht's! Okay, also jetzt Beschleunigung, was geht? Drück mal durch, Niki, komm. Man würde nicht wissen, dass das ein E-Fahrzeug ist. Und das Nachfrotzeln, einfach alles 100%. Genial. Das muss ich jetzt auch hören. Wie ist es? Wenn man es nicht wüsste, wenn man einfach nur spazieren geht hier, man kennt das Auto nicht, man muss denken, es ist ein Verbrenner. Ich will hören, Abfahrt. Okay. Komm. Geil. Niki, was sagen wir dazu? Ich sag sehr gut. Ich muss wirklich sagen, sehr gut. Also für mich war das, wo du vorbeigefahren bist, wo ja der Sound drüber kommt, also wie beim Auto, dann das Turbofrotzeln hinterher. Das ist alles so, wie es eigentlich im Verbrenner sein soll. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Das ist schon ein sehr leckeres veganes Schnitzel, ne? Sag nicht vegan, das hört sich wieder eher schlecht an, weil jetzt bin ich also schon ein bisschen so auf Elektro angefixt, weil das Ding halt wirklich Spaß macht. Das Tolle daran ist wirklich, dass dieses Fahrzeug, dieser Hyundai, der erste ist, der sowas eigentlich hergibt.
Es wird sicherlich jetzt von vielen nachgemacht, da bin ich mir absolut sicher. Aber jetzt ist diese Evolutionsstufe einfach gezündet. Schaut mal her, das kann man machen, wir können das alles programmieren. Und es ist für mich gut gemacht. Ja, also er kann da was, was sonst keiner kann, mit diesen 8 Gängen und einfach bis ins Detail durchgedacht, dass du wirklich einfach die Motorbremse spürst, dass du hörst, wenn der Drehzahlbereich irgendwann fast gesprengt wird. Genau, du fährst an Drehzahlbegrenzung. Also, das ist schon cool. Ja. Ein Drehzahlbegrenzer gibt keine Leistung mehr frei, sobald der maximale Wert erreicht ist. Obwohl es das bei einem E-Auto gar nicht gibt. Ich will mal wissen, wie es anderen Passanten geht. Lass uns mal eine Ortschaft fahren. Wir laden einfach Leute ein, das Auto kennenzulernen. Wir sagen ihnen nicht, dass es ein Elektroauto ist. Niki, wir machen eine kleine Wette um eine Apfelsaftschorle. Ich sage, die meisten Leute werden nicht checken, dass das ein künstlicher Sound ist. Die meisten Leute werden denken, das ist ein Verbrenner. Gut, dann muss ich natürlich dagegen halten. Alles klar. Oh, Bushaltestelle. Wunderbar. Hallo. Wir drehen gerade einen Beitrag für die deutsche Autofernsehsendung Grip. Und wir hätten gerne ein paar Stimmen von Passanten, wie sie den finden. Wenn ihr gerade irgendwo hin müsst, wir fahren euch gerne die 5 Minuten dahin und ihr sagt uns einfach, wie ihr das Auto findet. Gerne einsteigen, einer vorne, einer hinten. Herzlich willkommen, hi, servus. Ich bin der Alex. Danke. Servus, ich bin der Alex. Christopher, hallo. Hi, Christopher, schnall dich einmal an. Hi. Hallo. Servus, ich bin Alex. Hi, Chris. Hallo. Chris? Ja. Schön, hi, Chris. Hi. Du bekommst eine private Taxifahrt und darfst uns dann gerne am Ende einmal sagen, wie du den Hobel findest. Er fährt schneller als der Bus. Ja, das definitiv. Wir drehen einen Beitrag zu diesem flotten Auto. Und ihr dürft uns gleich mal sagen, wie ihr den findet. Schnell. Schnell, okay, das ist gut, ja. Okay. Ja. Okay. Okay heißt. Also das war schon mal attraktiv, das hat sich schon mal gut angefühlt. Kann man auch selber fahren. Da kann ich mehr sagen. Okay, dann doch, macht Spaß. Ist das schnell? Ja, okay, ist okay. Wie findest du den Sound? Macht einen sehr guten Eindruck. Hört sich sehr gut an, ja. Also das Fahrgefühl, vor allem das Geräusch von dem ist schon sehr angenehm. Hör einfach mal hin, was glaubst du, das ist? Ich hätte jetzt schon Diesel gedacht, oder? Diesel? Nicht? Pass auf, hier kommt die Auflösung. Jetzt habt ihr Elektro, oder was? Ja. Nein. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Was glaubst du, was der verbraucht? Keine Ahnung. Wenn du schon so fängst für einen Flitter? Ja. Der Knopf der Wahrheit. Der Knopf der Wahrheit. Was wäre jetzt passiert? was haben wir jetzt gemacht? Was ist jetzt? Nach was hört sich jetzt an? Ja, jetzt voll Elektro, oder? Das sehe ich gar nichts mehr. Ja, er ist voll elektrisch. Voll all elektrisch. Das, was du gehört hast, das hier. Ach, das war alles dazu. Ist einfach nur ein Soundgenerator. Ja, nicht schlecht. Haben die Hersteller sich Mühe gegeben? Ja, gell? Ist richtig gut gemacht. Nee, also das habe ich jetzt voll übernommen. Benzin oder Diesel? Benzin hatte ich jetzt genommen. Ja, doch, ich würde auch Benzin sagen. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, okay? Hört mal hin. Es ist ein E-Auto, 100% voll elektrisch. Ich löse es für dich auf, es ist ein 100% E-Auto. Wirklich? Ja. Okay, das ist schon geil. Es ist einfach ein E-Auto. Jetzt pass auf, ich beweise dir. Ja. Okay, das ist echt nett. Nee, also es ist schon schön, wenn er einen Sound hat. Wenn das ein Elektroauto ist, bin ich ziemlich begeistert von den eingespielten Fahrgeräten. Hey! Ja, das muss ich schon sagen. Kommt schon, gell? Ja, das auf jeden Fall. Ja, so würde ich mein Elektroauto hier vorstellen. Ich weiß schon, da war irgendwas mit so einer Wette. Ich habe nämlich in eine komplett andere Richtung getippt und deshalb. Ich habe hier. Beste Danke. Hanglage. Der Ehrenschelle. Lass dir schmecken, ja. Wenn ich auch ungern verliere, aber okay, ist so. Ey, das war was. Wir haben so viele Leute mitgenommen, nicht eine hat gecheckt, dass das ein Elektroauto ist. Es ist echt krass gewesen. Also es war wirklich krass. Und auch wirklich schön zu sehen, dass die Leute das cool finden. Genau. Also das macht es für mich nur besser, wenn es Elektroautos gibt, die auch Leute abholen, die eigentlich nicht viel von Elektroautos halten. Also wer auch immer bei Hyundai diesen Sound entwickelt hat, good job, es täuscht die Leute. Genau.
kommen wir zum nächsten Highlight, die Rennstrecke. Du wirst alles geben. Ich habe ihn vollgeladen hier, damit du auch wirklich Knallgas geben kannst. Steht also voll im Saft und auch hier die Batterie wird vorkonditioniert, damit sie eben Optimaltemperatur hat und der Wagen alles gibt, was du ihm abverlangst. Genau, vielen Dank, Alex. Ich werde es auch machen. Ich werde wirklich ausringen, was denn eigentlich geht. Ich bin schon ehrlich heiß drauf. Dann schauen wir mal, was hier geht mit Pedals oder dann reiner E-Modus. So, Niki, hier gefällt es dir doch gut. Willkommen auf der Rennstrecke. Ja, genau, endlich sind wir da. Und wir wollen hier rausfinden, ob der Hyundai IONIQ 5 endlich nur laut brüllen kann, sondern auch, wie versprochen, rennstreckentauglich ist. Was kann er hier, was andere nicht können? Was machen wir als Nick? 0 auf 100, dann geht es natürlich schnelle Runde. Wir haben es hier sehr, sehr winklig. Da geht es jetzt nicht bloß auf den Power. Last but not least geht es ums Driften. Oh ja. Das soll er auch können und da fühle ich mich dann gerne zu Hause mit so einem Gerät. Alles schon mal gut, dass die Batterie jetzt vorgewärmt ist, ist also auf Wohlfühltemperatur. Ich starte mit der 0 auf 100 Fahrt. Weil ich der leichtere bin, würde ich mal vermuten, bis ein paar Zentimeter größer als ich, mache ich das jetzt. Ja, genau. Ja, nur einer. Auch nur so 80 Kilo extra Gewicht. Genau, einer alleine. Also damit ich am Ende sage, dass der IONIQ 5N richtig geliefert hat auf der Rennstrecke, muss er zwei Dinge halten. Einmal sein 0 auf 100 Versprechen und er muss dem Niki ein Lächeln auf die Petrolhead-Lippen zaubern. Das sollte auf jeden Fall kommen, dass da ein bisschen was abgeht. Wir brauchen die richtigen Settings. Einmal N-Modus und Launch Control kann ich hier aktivieren. Es gibt das Grip Level, Low, Medium und High. Ich wähle mal High. Ja, gute Fahrbahnbelag, trockene Fahrbahn. Hyundai verspricht eine Zeit von 3,4 Sekunden. Genau das will ich sehen. Das Messgerät ist scharf. Launch Control bereit. Wenn ich jetzt von der Bremse gehe, dann schnallst du nach vorne. 3, 2, 1 und gib ihn. Los, bitte los. Ja, boah, der zieht gut. 60, 70, 80, 90, 100 und 3,5 Sekunden. 3,50 Sekunden, also um ein Müh verfehlt. Schade, dass es nicht die 3,4 gepackt hat, aber 3,5 sind schon echt auch ein starker Wert. So, Niki, ich habe ihn dir perfekt für deine schnelle Runde hinboxiert. Und ich habe eine Zeit von 3, wie viel glaubst du, Sekunden geschafft? Unter 4, also auf jeden Fall, aber alles andere siehst du nicht. 3,5 Sekunden. 3,5. Also, wenn 3,4 versprochen sind, willst du das halt auch genau sehen. Jetzt ist versprochen, schnelle Runde und es ist versprochen, ich darf fahren. Alles klar. Auf geht's. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Was haben wir denn hier alles im Angebot? Viel Spaß erstmal hier mit dem Menü. Ja, ich muss das jetzt halt. Okay. Ja, also wir brauchen optimale Einstellungen, bitte. Als Infotainment hier ist recht komplex. Ich habe mich mal davor schon ein bisschen im Internet schlau gemacht. Es gibt auch Tutorial-Videos von Hyundai. Ist auch schon kein gutes Zeichen, wenn der Hersteller weiß, oh, das ist tricky. Ah, da haben wir noch was anderes. Race. Gut, jetzt sei das jetzt Race fahren, rennen. Drückt man doch mal drauf, was ändert sich für Fahrten. Also, auf was der ist denn das Problem beim Elektroauto auf der Rennstrecke? Gut, wenn ich fahre, dann wird ja die Batterie warm und die Leistung geht runter. Genau, irgendwann wird das System zu warm. Ja. Und hier gibt es eben einen Modus, der N-Race-Modus, wo man eben die Batterie kühlen kann. Wir wollen die volle Leistungsentfaltung, Sprint-Modus. Das Menü hat ein Untermenü, das auch noch ein Untermenü hat. Die Verwirrung ist verwirrt, wenn sie das erste Mal versucht, diese Menüs zu verstehen. Danke. Lenkung ist jetzt schon mal sportlich. Sehr gut. Das Auto lässt sich gut dirigieren. Fühlt sich gut an. Aber wir haben jetzt 2275 Kilogramm Gewicht. Es ist einfach viel. Und sowas lässt sich nicht kauschieren. Niki fährt zwei schnelle Runden. Einmal im Elektromodus samt Boost-Knopf und einmal mit Verbrennersound und simulierter Schaltung. In diesem Modus müsste der Hyundai langsamer sein, weil der Boost hier nicht aktiviert werden kann und die Leistung während der simulierten Gangwechsel zurückgenommen wird. Soweit die Theorie. Okay, fliegender Start und los geht der Ritt. Ja, guck mal, jetzt schön innen rein. Also lass sie dirigieren. Ja, hüpft er außen an den Reifen halt wirklich. Boah, Niki! Es ist, Alter! Wenn du schaust, also er hüpft rum. Also ich bin auf der Strecke schon öfter Runden gefahren mit gutem Fahrrad. Aber so einen schlechten hatte ich denn noch nie, oder was? Alter, ich glaube, das ist die schnellste Rundenzeit, die ich hier jemals erlebe. Das gibt ja nicht, wie der geht. Denk an den Boost-Knopf, denk an den Boost-Knopf. Aber jetzt braucht man, Komm. Feuer und
volles Rohr, 56 Pferde. Feuer, komm. Auf geht's, Bachel! Puh. Schwede. Okay. Boah, das ist brutal. Die Zeit war eine 44:49. Die Leute haben es mitbekommen, ich habe nicht viel erzählt. Das ist schon mal ein Zeichen, dass ich sehr, sehr schnell unterwegs ist. Also der Aufbau ist sehr hoch, es ist ein bisschen SUV-mäßig. Und Gewicht ist auch sehr, sehr hoch. Aber gerade jetzt hier über diese Curbs, wenn du drüber fährst, es bewegt sich schon, aber es hat für mich schon nochmal einen sportlichen Aspekt. Denn diese Masse so eigentlich hinzubekommen, dass es doch recht gut und dirigierbar ist, finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich habe dich schon arbeiten sehen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass du echt mit dem Auto verschmolzen bist, das Auto auf dich hört und dann auch einfach die Power hat, richtig nach vorne zu marschieren, wenn du willst. Aber es ist sicher, es ist safe und ich muss ehrlich sagen, es ist spaßig und finde doch ein bisschen unterhaltsamer. Und jetzt wird es ja echt nur noch besser für dich. Die zweite Runde. Genau. Das ist jetzt komplett deine Welt, dein Universum. Jetzt machen wir noch den Brumm-Brumm dazu. Genau. Wir schalten hier um, das war... Ja. Ein bisschen lauwarm, der Knopf. Ja, okay, der wird wärmer. Wir haben ja nicht mal... Okay, der Knopf ist jetzt Es geht wieder. Im E-Modus marschiert das Auto durch von, sagen wir mal, 30 bis 150. Ohne einen Ruck, ohne Leistungsunterbrechung. Was dir vorgegaukelt wird von der ganzen, wird ja Leistung weggenommen. Durch weniger Leistung fühlst du Gangwechsel und dann geht es wieder nach vorne. Also wir nehmen ja Leistung weg. Theoretisch muss das Fahrzeug schneller sein, wenn ich im reinen E-Modus fahre. Aber vielleicht spielt es mir in die Karten, dass da so der Rallye-Schelle durchhaut. Schnelle Runde rein. Okay, er kommt in den rein. Also mir gibt es schon sehr. Oh, Niki, ich glaube, du traust dir noch mal mehr mit dem Motor so. Es ist für mich halt einfach wirklich geil. Ist das krank. Es wirkt auf mich schneller. Vielleicht ist auch einfach nur der Sound, der täuscht. Alter. Komm, go! Oh, du kannst die Zeit echt schlagen! Ja! Geil! Absolut geil! Absolut geil! Das war 0,06 schneller! 0,06. Es ist für mich eben das Akustische, selbst wenn ich jetzt den Booster nicht habe, diese 41 PS haben oder nicht, ich brauche es eigentlich nur für Start und Ziel. Aber jetzt halt hier, du schaltest dann drin, da kommt bei mir einfach innerlich dieses Gefühl drauf. Es gibt mir einfach dieses Vertrauen, ich fühle mich zu Hause. Ich kann jetzt halt umschalten, eine schnelle Schelle ist aktiviert und es pusht mich einfach. Wir haben uns hier gefragt, was kann der IONIQ 5N hier auf der Rennstrecke, was andere nicht können? Naja, und das ist einfach so einem eingefleischten Verbrennerfahrer das Verbrennerfeeling geben und ihn zur Höchstleistung motivieren und richtig geile Rundenzeiten hier aufs Parkett zaubern. So, jetzt schauen wir mal, was er noch geht, denn wir haben noch eins offen, das wäre das. Boah, jetzt kommt das Driften einfach direkt so. Ja, ich muss dir sagen, hier jetzt mit dem Driften, das ist alles sehr, sehr schnell. Und du kannst ja bloß immer eine Kurve leicht quer fahren. Ich möchte dann schon längere Drifts machen. Lass uns da mal woanders dahin fahren. Ich glaube, hier ist echt ein bisschen schlecht. So, wir haben eine neue schöne Location, Niki. Genau. Was steht hier an? Ja, wir haben jetzt hier unter uns einen Kreis, denn es geht ums Driften. Denn wir werden alles ausprobieren. Ich will mal mit Allradmodus fahren, Zweiradmodus, Driftmodus, alles, was wir haben. Ja. Wir lassen jetzt einfach alles raus, oder? Sehr gern. Ab geht's, Feuer. Zeig mir was. Freiwillig geht kein Auto quer, ne? Ob du jetzt einen Driftknopf hast oder nicht, du musst noch können als Fahrer. So, ich kann's nicht. Ob es Niki kann, sehen wir gleich. Für den ersten Versuch schaltet Niki nur das ESP aus. Bekommt er den IONIQ 5N so schon quer? Ja, krass, wie schnell du reinkommst. Also, wie schnell ich auch wieder rauskomme. Der Koreaner sträubt sich, quer zu gehen. So, jetzt einfach aus dem Handgelenk rausschütteln. Nein, das geht nicht. Einfach alles ausschalten, probieren,
sehr, sehr schwierig. Deswegen war das in dem Modus jetzt nicht ganz so einfach. Es gibt noch eine Einstellung, die könnte dir helfen. Genau, ich schalte wieder selber. Und das Motorsound, jetzt geht schon wieder so, Schelle aufwachen. Fällt es Niki leichter zu driften, wenn er selbst schalten kann? Schau mal, jetzt ist das ganz was anderes. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Geht jetzt halt irgendwie besser. Dann haben wir diesen Schaltmodus ja gemacht. Ist jetzt mir schon wieder ein bisschen mehr entgegenkommen, denn du fährst dann in der zweiten Gangstufe, was es ja eigentlich nicht ist, aber der Bereich vom Fahrpedal verkleinert sich ein bisschen, dass du nicht so wild wieder drüber bist, dass es ausbricht. Das hat das Ganze eben schon ein bisschen einfacher gemacht. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen ein Kampf. Im Schaltmodus fällt es Niki etwas leichter zu driften, weil er die Power besser dosieren kann. Geht es noch besser, wenn Niki nur noch die Hinterachse antreiben lässt? Niki, es gibt noch ein Menü, das wird dir gefallen. N-Modus und dann hier N-Torque Distribution. Jetzt kannst du hier entscheiden, wo die Kraft herkommen soll. Oder jetzt alles auf die Hinterachse. Fährt sich schon wieder ganz anders, du siehst, ich brauche anders der Gas. Es gibt das Gefühl eines ganz anderen Fahrzeugs. Aber ist doch schon cool, dass man diesem Auto solche Einstellungen vornehmen kann. Ich finde es schon cool. Es ist wirklich toll. Der Drift-Optimizer-Modus passt die Kraftverteilung auf die einzelnen Räder an und soll so helfen, einen möglichst konstanten Driftwinkel zu halten. So, jetzt im Voll-Elektromodus mit dem Drift-Optimizer. Das ist einfach quer. Wahnsinn. Ja. Ein paar Knöpfe hier auf dem Display, schon ist eine Driftmaschine, Alter. So kenne ich dich, Niki. Ja, so kenne ich mich jetzt auch wieder. Reiner Driftmode, er hat gehalten, was er verspricht. Es war viel einfacher zum Fahren. Von dem her hilft es einen, aber man muss natürlich auch mit umsetzen. Es ging so gut, dass wir den Drift wirklich bis zum Sonnenuntergang halten können. Genau. Oder bis die Batterie leer ist. So, wir haben den Hyundai IONIQ 5N auf Herz und Nieren getestet. Jo. Wir haben Kurven gejagt, wir haben Passanten mitgenommen und wir waren auf der Rennstrecke zusammen und wollten herausfinden, was hat der, was sonst keiner hat. Ja, so ein Drift-Modus ist schon ein bisschen special, haben nicht alle, aber so wirklich besonders wird's bei dem krassen, krassen Fahrsound und dem Achtganggetriebe, oder? Genau, Achtganggetriebe, die Bergstraße hoch, da ging es eigentlich schon los. Ich wusste Elektroauto, aber bevor wir die Gänge so ausfahren und so richtig durchbeschleunigen, da war das Eis gebrochen. Auf der Rennstrecke hat es mir dann auch noch mal in die Hände gespielt. Ich war sogar einen kleinen Tick schneller als im reinen Elektromodus. Das ist schon mal wirklich eine geile Nummer. Da hat er echt einzigartige Verbrenner-like-Features, muss man sagen. Ich höre schon so ein bisschen raus. Wir wollten ja wissen, überzeugt der IONIQ 5N einen alten Petrolhead wie dich? Also ganz ehrlich gesagt, als Elektroauto hat er mich komplett überzeugt. So was habe ich vorher noch nie gehabt. Und es ist wirklich gut ausgeführt. Es ist geil. Und mich als Elektroauto-Fan überzeugt er auch. Ist ein cooles Auto, hast Alltagsnutzen, hast richtig Fahrspaß. Ist einfach eine Rennmaschine auch. Ja. Mit diesem Fahrsound und dem simulierten Getriebe. Ich würde es nicht immer benutzen, aber manchmal für einen extra Auf Fahrspaß. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Jetzt bleibt uns nur der Schnitzel. Das hat mich den ganzen Tag hier schon so angelacht. Na, machen wir nicht. Da mal eine kleine Verkostung. Echt? Nichts Besteck weg. Echt? Vielen Dank, Alex. Vielen Dank. Du bist ein Freund, dass ich das nicht essen muss. Dafür fahre ich gern mit dem Elektroauto noch mal. Ist das Angebot? Ja, auf die Rennstrecke mitkommen. Zubereiten Komm. Müssen, so schmeckt es nicht. Das ist sowas, Leute. Niki Schelle, angefixt vom E-Auto. Abfahrt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einmal Daumen hoch geben, gerne auch unseren Kanal abonnieren, weil hier regelmäßig coole Videos kommen. Zum Beispiel kannst du hier oben in das Video von letzter Woche reinklicken. Und weil dir dieses Video sicher gefallen hat, glaube ich, interessiert dich auch das Thema hier in diesem Video. Bis dann.